Soll ich noch warten und den Fernzauber dann kaufen? Ich hätte mir vorher kaufen sollen, ich Rindvieh. Ich nehme das noch, warum nicht? Vielleicht ist der Klingzauber ganz gut. Ich hoffe, ich habe jetzt auch den Klingenzauber. Ich kann leider nicht testen. Ich glaube, ich muss den dann erstmal umrüsten. In dem Versteck. Aber mal gucken. Das sieht aus jetzt wie das letzte Level, wie es aussieht hier. Vermute ich mal. Und danach weiß ich nicht, was mit der Dunkelheit ist. Ja, wahrscheinlich die Dunkelheit besiegen. Keine Ahnung. Ein paar Versprechen erfüllen. Keine Ahnung, was danach kommt. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich weiß nicht, ob das eine Art Endlosspiel dann ist. Ganze 36 Kisten bisher geöffnet. Wie geht's ihm? Wird er es schaffen? Weiß nicht. Das Dunkel ist tief in ihm. Nur wenige erwachen. Aber es geht aufwärts. Ich meine, ihr macht euer Ding und ihm geht's besser. Ich will euch keine falsche Hoffnung machen. Er sollte sich fürs Erste am besten einfach ausruhen. Keine Sorge, er ist unheimlich zäh. Er kommt durch. Er macht sein Ding. Walter. Oh, verflucht. Noch bin ich nicht bereit fürs Grab. Oh mein Gott, immer ein coolen Spruch, oder? Ja, und als Erstes sehe ich eure hässliche Visage. Es tut mir leid, Walter. Ihr habt alles gegeben. Und ich weiß das. Tut mir leid, dass die hässliche Visage da steht. Stolz machen werdet. So. Nun, wir haben nicht die Armee, die wir erhofft hatten. Und ich fühle mich... Arschlecken. Halt einfach die Fresse. Aber wir sind... Halt einfach die Klappe. Komm. Fahre. Weg. Ah, hier ist eine Kiste. Gut, dass ich hier drauf gegangen bin. Schminke. Vielleicht sollte ich mich mal umschminken. Hier, kann ich das jetzt machen hier? Euer Versprechen an Kaelin steht jetzt mit den anderen an der Wand. Oh, erinnere mich nicht daran. Ich glaube, ich muss mich mal noch ein bisschen umziehen hier. Ein paar neue Kleidungsstücke sind in der Garderobe. Nee, was Hübsches, was gut aussieht hier. Tätowierungssätze. Das könnten wir vielleicht mal gucken hier. Obwohl, vorher ziehe ich mich erstmal aus hier. Scheint. Keine Ahnung. Wie kann ich mich hier ausziehen? Oh yes, schon besser. So, jetzt machen wir Tätowierungen. Das ist das Wichtigste. Kleidung ist durchaus in Reichweite, wenn ihr welche tragen möchtet. Was kann man denn alles machen? Sensen-Tätowierung. Ich glaube, das Make-up muss auch noch runter hier. Habt ihr euch überlegt? Sehr. Kann ich denn hier nicht das Make-up noch irgendwie entfernen? Das war, glaube ich, auch hier in dem komischen. Ich hab nicht mal Haare. Schminke. Warum habe ich keine? Oh, fuck ey. Ich glaube, ich renne einfach nackt rum. Ist vielleicht das Sinnvollste hier. Ich weiß es nicht. Wer weiß, wie sich diese Ankleidung... Warum habe ich keine beschissenen Haare mehr? Verzeiht, ihr könnt nicht lagern, was ihr nicht tragt. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss doch irgendwie Frisuren... Ach, ich glaube, ich muss zum Friseur gehen, oder? Stell sie dich mal so hin, dass ich dich auch sehen kann. Ne, das nehme ich nicht. Was immer euch bequem erscheint. Ich glaube, ich nehme das hier, oder? Rechter Arm. Wieso habe ich einen Handschuh an? Na, was soll's. Ja, das. So, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwie Schminke bekomme hier. Das wäre vielleicht mal ganz gut, wenn ich irgendwas bekommen würde noch. Keine Ahnung. Ich
bin echt überfragt hier. In Ordnung. Ich dachte, ich kann mich irgendwo wieder anziehen, aber beziehungsweise umschminken oder so. Na, scheinbar nicht. Vielleicht gibt's da noch ein anderes. Etwas zu tun? Da seid ihr mit Verlaub an den richtigen Ort gekommen. Kostüme. Ah, hier, Frisuren. Sehr schön. Genau das wollte ich. Meine Fresse. Kann ja nicht so schwer sein. Wie viele Frisuren habe ich denn? Ich habe die. Habe ich bloß eine? Ach, stimmt, die. Was soll's. So, habe ich jetzt wieder Haare auf dem Kopf. Das ist schon mal gut. Wer weiß, wie sich diese Ankleidepuppe fühlt. Das ist ein bisschen komisch auf jeden Fall gemacht hier. Right Button. So, Schminke. Auch wichtig. Drei Schminken habe ich. Muss was nehmen, was gut aussieht auf jeden Fall. Ich glaube, die Aristokratenschminke sieht gut aus. Die nehme ich auf jeden Fall. So, was haben wir denn noch? Gesichtsbehaarung. Lassen wir mal lieber sein. Tätowierungssätze, das sind die. Oh mein Gott. Aurora-Tätowierungssatz. Kannst du mich gar nicht entfernen hier oder was? Die dreht sich aber auch beschissen hier. Unglaublich. Jetzt. Ich will das wieder entfernen hier im Gesicht. Ich will das nicht im Gesicht. Ausziehen. Oh, fuck. Jetzt kann ich das nicht mehr entfernen, oder was? Durchaus in Reichweite, wenn ihr welche tragen möchtet. Leck mich doch am Arsch. Das ist kompliziert hier, muss ich echt sagen. So, was nehmen wir denn für Klamotten hier? Also, ich habe jetzt, ich will gerne was nehmen, was... Prinzessin-Kostüm, Pyjama. Habe ich bloß die vier Dinger? Ich muss hier unbedingt Klamotten kaufen, ne? Na, ich nehme die lieber wieder hier. Ich würde gern. Ah, jetzt. Sehr schön. Also, ich kann entweder bloß Schminke oder bloß Tattoos tragen, wie es aussieht. Naja. Ah, das ist dieser blöde Bart, den will ich nicht haben. Tätowierungssätze will ich auch nicht. Ich ziehe das wieder an. Alles sehr schön. Ich glaube, das sieht am edelsten aus hier. Eine Dame. Das ist das Einzige, dessen man. So, als nächstes Häuser kaufen. Ganz wichtig. Ja, dass man die Stadt hier. Oh Gott, ich hoffe, ich komme jetzt wieder weg hier. Ja, sieht gut aus. Erstmal das Industriegebiet leer kaufen hier. Zwei habe ich ja schon, jetzt kommt noch das dritte. Standverkäufer, aha. Kaufen und vermieten. Sehr schön. Reparieren, sehr schön. Das ist ein billiges Haus. Miete anpassen, hoch. So. Eigentlich könnte ich jetzt auch für 19.000 in Teuro das kaufen hier, oder? Das ist zu teuer. Gucken, ob es woanders noch eins gibt, was vielleicht sich lohnen könnte für. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich überhaupt habe. Das ist billig. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Na, das sind auch bloß billige Mistbuden. Vielleicht hier auf dem Markt. Hier, das vielleicht, oder? Na, ist auch zu teuer. Ich sollte vielleicht eins kaufen, was ein bisschen teurer ist jetzt hier. 5.600. 26.000. Ich muss wirklich ein teures kaufen. Schmiede könnte ich vielleicht kaufen. Ja, oder die hier. Kartenhaus. Das Beschissene ist, ich weiß nicht wirklich, wie viel Kohle ich jetzt noch habe. Ich glaube, ich habe 20.000 müsste ich noch haben ungefähr. 19.000 noch, aber was zeigt es gerade an.
Sind Wäsche schon gern. Ich glaube, ich kaufe die für 13.000 hier. Irgendwo war die hier. Kann man das auch noch kaufen? Nee. Hier war das, oder? Ja, das kaufe ich. Vermiete es und zack. Ich repariere es dann noch, weil das kostet meistens auch ein bisschen Kohle wenigstens. Und passt die Miete natürlich an, weil ich will ja viel Miete haben. 900 pro 5 Minuten. Die Bude habe ich bei Zeiten wieder rein hier. Kann ich das noch kaufen hier, oder? Nee, das ist zu teuer. Das ist deutlich zu teuer. 4.500 habe ich bloß noch. Warum ist das so teuer? Alles hochpreisige Häuser hier auf jeden Fall. Oh mein Gott, ist das teuer, ey. Sind die eins, was billiger ist? Billiger als 4.000, sage ich jetzt mal. Ja, ansonsten kaufe ich halt noch eins hier im Industriegebiet hier. Warum nicht? Kaufe ich hier das noch. Zack. Kaufen, vermieten. Das ist spottbillig hier und da lohnt sich vielleicht auch noch ein bisschen wenigstens. So. Wieder anpassen. 168, das lohnt sich eigentlich kaum. Aber okay. Ich will mich nicht beschweren jetzt hier. Vielleicht reicht es sogar noch für so ein Haus noch. Mal gucken. Reparatur. Ah, fuck, nicht ganz. Naja. Aber am nächsten Mal auf jeden Fall dann. Das ist natürlich jetzt totes Kapital. So, wo muss ich denn jetzt hin? Aurora. Ich weiß nicht, ob es da noch eine neue Quest jetzt gibt hier. Wir werden sehen. Oh Mann, ey. Ich will die Quest noch erfüllen. Ich habe bloß keinen Bock, so weit zu laufen. Aber jetzt kriege ich auf einmal Kohle hier. Naja, ist erstmal wieder ein bisschen sparen, glaube ich. Ihr habt alle meine Hoffnungen übertroffen. Seht nur noch eine Kiste? Nee. Ihr müsst Albions Königin sein. Dann los. Oh mein Gott. Da reiten wir uns auf den Kampf vor. Ey, komme ich jetzt wieder raus hier? Na toll, jetzt kann ich an Bord gehen. Unglaublich blöd. Ja, ich hoffe, ich komme jetzt hier endlich weg. Also ich aber vielleicht keinen Bock mehr. Ich erst ein Nickerchen. Wow. Ja, sehr schön. Also wir haben jetzt mittlerweile ein kleines, minimales, sag ich jetzt mal, Immobilienimperium. Erstmal ein bisschen Kohle bekommen. Ich glaube, wir kriegen jetzt 3.000 knapp. Okay, pro 5 Minuten. Ich führe eine kleine Gruppe Soldaten an und sprenge die Kasernen im Westen. Das lenkt sie ab und der Hauptweg ist frei. Warum ist die Idee besser als meine? Wir leben länger als ein paar Sekunden. Ach, immer habt ihr was zu meckern. Gebt das auf. Ich muss wissen, was meine Männer tun sollen. Das entscheidet die zukünftige Königin. Paige kennt die Stadt gut. Wir folgen ihrem Plan. Gut. Ich mache das auch nur, um sie zu verärgern. Ihr habt unterwegs offenbar an Reife gewonnen. Seht euch die Karte an, dann besprechen wir alles. Meine Schiffe bringen euch. Oh Mann, ich sehe nur Brüste. Uns erwartet Mörserfeuer, aber Logans Soldaten werden sich hauptsächlich um Paige und ihre Männer kümmern. Ich will im Zentrum von Rauch, Feuer und Ruhm sein. Wenn Paige die Westroute nimmt, ist es nur fair, wenn ich den Osten übernehme. Damit gehört die Mitte uns. Da können wir uns nicht verlaufen. Also, abgemacht. Werdet ihr das schaffen, Walter? Oh, keine Sorge. Ich fühle mich zwar alt und müde, aber noch ist es nicht so weit, dass ich einen schönen, altmodischen Kampf ablehne. Der Kampf um Albion soll beginnen. Einer für alle, alle für einen. Sehr schön. Haben wir auch das geklärt. Unsere Leute werden da draußen auseinandergenommen. Wir müssen helfen. So, aber ich werde an der Stelle einen Cut machen. Das ist, glaube ich, eine gute Stelle zum Cut machen. Also mal schnell gucken, wie sich mein Held so entwickelt hier. Also ich bin ziemlich attraktiv auf jeden Fall. Aber das ist ja nichts Neues. So, haben eine imposante Gestalt.
bisschen Stärke, bisschen Aura. Warum nicht? Ich werde es an der Stelle speichern, werde Schluss machen. Ich weiß nicht, ob ich schon eine Runde Wolfenstein jetzt spiele. Auf jeden Fall soll es das erstmal gewesen sein jetzt mit Fable 3. Nächstes Mal werden wir dann, denke ich mal, vermute ich mal, so wie es jetzt aussieht, das Schloss erobern. Hoffentlich den Trottel endlich mal töten da drin, diesen Logan. Ja, wenn euch die Videos gefallen, ihr wisst, was zu tun ist. Ein Like, ein Abo, beziehungsweise ein Kommentar. Freue ich mich immer sehr, wenn ihr das macht. Also, gerade jetzt durch Wolfenstein kriege ich ein paar neue Leute jetzt. Das ist echt cool, das motiviert zum Weitermachen auf jeden Fall. Und ja, ihr, wie gesagt, wenn ihr Kritik, Anregungen habt, schreibt es in die Comments, liked das Video und abonniert den Kanal, wenn es euch gefällt, wenn ihr heute das erste Mal dabei seid sozusagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, nächstes Mal töten wir Logan. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, ich danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, viel Spaß bei den Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao.